Lutz Meyers Forschungsnotiz, den hatten wir doch schon mal, ne? Wie verschwindet ein Mann einfach so, indem er die Regeln nicht befolgt? Helmut hat ausgesehen ein 300 Kilo schweres Datia-Shoot-Artefakt auf den Boden fallen lassen, was eine Reaktion auslöste, die ihn und das Artefakt mit einem grellenweißen Blitz verschwinden ließ. Seine Kollegen Sander erlitt Verbrennungen dritten Grades und eine Sicherheitsbrille verschmolz mit seinem Gesicht. Was hat Helmut falsch gemacht? Na, raten Sie schon. Ding, ding, ding. Er hat das Artefakt nicht korrekt gesichert. Sicherheit, Leute. Sicherheit hat oberste Priorität. Richten Sie Ihren Leuten aus, dass die Gedanken, was danken für an, was, dass die Gedankenveranstaltung für Helmut für Freitag, die Gedankenveranstaltung, meine Güte. Noch eine Sache, Elke hat festgestellt, dass jemand namens Zed Rod zusammen mit den Terroristen William Blaskowitz aus dem Lager Seele geflohen ist. Dieser Mann soll Gerüchten zufolge ein lebendes Mitglied der Datia-Shoot sein. Er könnte Informationen zum Herkunftsort des Artefaktes aus der 4NG1-Lieferung haben. Wegen eines höchst blamablen Versagens im Umgang mit seiner Akte konnte er unentdeckt bleiben. Und diese Idioten haben ihn auch noch entkommen lassen. Schicken Sie einen Trupp los, um seinen Aufenthaltsort ausfindig zu machen. Also die wissen Bescheid über Set. Guten Tag. Oh ja, das kann ich gebrauchen. Voll. Achso, ah, den nehme ich mal kurz. Ja, nehmen wir uns halt mitnehmen. Das können wir auch gebrauchen. Dankeschön. Ich nehme es praktisch, dass sie überall einen Nothammer hängen. Finde den Generalstab. Wo ist der Generalstab? Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Ja, klingt logisch, oder? Da ist schon der erste. Den können wir direkt ausschalten. Das ist sehr, 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 sehr gut. Guten Tag, Herr Kommandant. Oh, wir haben irgendwas freigeschalten. Die Musik ist ja sehr laut, man kann die Gespräche gar nicht hören. Wieso liegt hier einfach so ein Helm? Ich mache die Musik ein klein bisschen leiser, oder? Der Profil Kino? Effi TV? Lass mal auf Kino, klang eigentlich ganz gut. Aber die Musiklautstärke machen wir ein klein bisschen leiser. Dafür die Sprache ein bisschen höher, oder? So. Das ist schade, wenn man die nicht verstehen kann. Weil die haben echt eine ganze Menge zu erzählen hier. Die lieben Kollegen, ich trinke mal einen Schluck aus der Flasche. Kleinen Moment. So. Oh,
Wo kannst du denn mit das Ding drinne platzieren? Sind die aktiv oder nicht? Ich riskiere es mal. Ich versuche mal von hinten ranzukommen. Nur aber das immer den da ausschalten hin. Oh! Na, triff schon! Sehr gut. Wollen wir das Ding jetzt hier deaktivieren? Bewältigen oder manipulieren? Ah, okay. Können wir die irgendwie manipulieren? Heißt das, wir können die dazu bringen, für uns zu kämpfen? Die Enigma kurz, die brauchen wir auf jeden Fall. Die dürfen wir nicht zurücklassen. So, haben wir dir mal die Mütze vom Helm genommen? Liegt aber noch Zeug. Alter, was ist das da für eine Riesenanlage, die hier zusammengezimmert haben? Ein paar Granaten, sind wir schon voll. Ich glaube, hat gerade jemand einen Toten gefunden. Okay. Ah, Mann. So, die hätte ich lieber. So, nur mal schauen, wie kommen wir jetzt. So, einfach hier über die Steuerung. Dann müssen wir den Helm. Hinten liegt noch Zeug in der Ecke. Und hier auch. Können wir natürlich nicht zurücklassen hier. Also eine hübsche Weste. Die steht uns so gut. Hier sind massig Medis. Ich hätte gern meinen Beil wieder. Will ich jetzt noch die drei? So, dann wollen wir mal gucken, wie wir denn unser kleines Bömmchen da reinkriegen. So, der Anzug, den wir anhaben, der schützt uns ja eh vor Strahlung, ne? Warnung! Anweisung 48 in Kraft. Okay. Weiße Helme? So liegen ja lauter Helme. Munition und Leben? Oh Gott. Super Smash. Ich mach den Sprengkopf scharf. Sie verziehen sich besser aus Roswell, bevor das Ding hochgeht. Lech mich fett, Junge. Ich lasse im Rathaus den Tornado-Alarm auslösen und die ganze Stadt evakuieren. Suchen Sie einen Ausgang und verschwinden Sie. Ich bin ja auch schon fast raus. Wir treffen uns im Gelbesten. Alles klar. Guten Tag. Alter, was? Keine Zeit mit euch zu spielen eigentlich. Irgendwie maximieren sie ihren Vorteil, ja? Gott, keine Zeit. Wie war das mit X, ne? Genau.
What? Was? Zeit, sich vom Acker zu machen. Ja, aber schnell bitte! Alter, dieses Vieh, ne? Ja, lauft nur, Regimepisser. Willkommen zu dem Winter Resort Aspen. Ah, okay. Die hatten ja auch Waffen. Ah, diese Schweine. Wo lauft ihr alle hin? Nein! Meine Fresse, ey. Ja, 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 ja. Machen wir das jetzt ja alles schon, oder? Bitte aus. Nachladen, nachladen. Bist du Spider-Man für Armor oder was? Nee, hä? So, oder? So. Naja, was ist denn das eigentlich? Wurde das kaputt gemacht? Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich, dass die Anlage intakt ist, wenn wir sie mit einer Atombombe sprengen. Aber wollte jetzt nicht unhöflich sein. Riesig gab es E-Post, okay. Ja, E-Post, das klingt wirklich sehr deutsch. Oh, die geht wirklich kaputt. Ja, danke schön, danke schön. Nee, wollte ich nicht. Ich will hier eine ganze Rüstung. Ich höre wieder was? Irgendwo hier stampft er noch rum. Ne, komm mal doch. Und hier lang. Nase juckt. Schwebwaffe Soda. So, ich wollte mich eigentlich gerade mal hier umgucken. Im Pausenraum. Oh, da unten steht so komisch ein Moped.
Ja, danke fürs Näherkommen. Warte, Munition vom zweiten noch mitnehmen. So, guten Tag. Boah, ist der schrecklich langsam. Mal kurz husten. Mann. Generalstab verlassen, Level verlassen. Jawohl. Krass, was sich da alles auf den Weg macht. Richtig geil. Lauf. Alter. Richtig nice, richtig nice. Alter, fett. Richtig fett. Richtig geil. Bin gerade schwer begeistert. Blaskovic? Lol. Flashback Time. Hey du, ich bin Billy. Wie heißt du? Ich heiße auch Billy, aber mein Papa sagt, ich soll nicht mit dir spielen. Oh, warum das denn? Mein Papa sagt, ihr seid ein schlechter Umgang und schlechter Einfluss und Diebe und Bettler und Penner und ihr könnt nicht lesen oder schreiben. Ihr seid dumm und stinkt und ihr seid viel zu faul für ehrliche Arbeit. Mein Papa ist tot. Aber Mama sagt, die Weißen sind total gemein und haben was gegen uns. Und zwar, weil sie alle Schwarzen als Sklaven gehalten haben und das nicht mehr dürfen. Darum kann ich nicht die gute Toilette auf dem Jahrmarkt benutzen. Und ich darf nicht in den Laden rein, um Kaugummi oder Limo zu kaufen. Und welches Kaugummi magst du? Injun Scouts. Rot oder gelb? Gelb. Ich mag die Roten nicht. Die Roten schmecken wie Kotze. Ja. Was hast du in dem Glas, Billy? Ach, gar nichts. Damit fange ich Kaulquappen. Und was machst du mit den Kaulquappen im Glas? Ich beobachte einfach, wie sie schwimmen. Und ich gebe ihnen Krümel und Möhren vom Hof. Dann werden sie zu Fröschen. Also, ich habe Kaulquappen am Fluss gesehen. Komm mit, ich zeig sie dir. Oh, okay. Komm schon. Du hast mir noch diesen Ring gezeigt, Mama. Für die besondere Person in meinem Leben. Nun, ich habe sie gefunden. Ja. Aber du stößt sie zurück, BJ. Wer was finden? Viel Wasser. Boah, laut. Hier scheint es so nicht zu geben. Ich muss aber trotzdem nachgucken, weil geht ja immerhin um Terrorbillies oder BJs Vergangenheit. Was ist das? Schon, guck mal, Billy.
Da, die Ratte ist in den Wischeimer gefallen und kommt nicht mehr raus. Da. Sie ertrinkt. Wahrscheinlich. Ratte, sie ist schon, Billy, sie ertrinkt. Ist nur eine Ratte, die ist eklig. Frisst unser Essen, verbreitet Bakterien und kackt in unsere Schränke. Sie stirbt. Sie stirbt, Billy. Guck mal, Billy! Komm zurück! Geschafft, Billy! Du hast sie gerettet! Kleines Kerlchen. Wie alt ich da wohl war? War das 1920? 9? Vielleicht 10? Noch glückliche Erinnerungen. Da gerade? Ruby Weber? Oder Weber, was er gesagt. Washington drängt auf Kooperation mit Befreiungstrupps. Okay. Ach. Hier ist meine andere Taste. Oh. Geil. Das Moped. Hat sogar Licht, habe ich so vor uns gar nicht gesehen, oder ist das im Spiel nicht gelandet, das Licht? Okay. Jetzt noch nach oben. Franks Brief. Rest in Peace. Rip, was zum Teufel ist eigentlich los mit dir? Ich habe dir so oft gesagt, dass es Konsequenzen haben würde, wenn du dich nicht um deine Angelegenheiten kümmerst. Deine finanziellen Probleme geraten immer mehr außer Kontrolle. Ich bin schon verdammt lange dein Freund und ich bin öfter für dich eingestanden, als ich zählen kann. Ich habe dir jedes Mal geglaubt, wenn du mir versichert hast, dass du dich um deinen Kram kümmern würdest, dass du wieder auf die Beine kämst und... Hast du dich dran gehalten? Zum Teufel, nein, Mann. Hast du nicht. Du hast einfach jede verfluchte Gelegenheit in den Wind geschlagen, die ich dir gegeben habe. Und genau aus diesem Grund läute ich jetzt die Totenglocken für diese Freundschaft. Leb wohl und sprich nie wieder mit mir, Frank. Das ist wahrscheinlich ein Brief an unseren Vater. Der die Farm in Ruin gewirtschaftet hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da oben ist unser Haus. Wer hätte gedacht, das wird es jemals wiedersehen. Ich hätte ja gedacht, dass das Haus schon vom Regime zerstört wurde. Nachdem ja nun klar war, wer wir waren. Hinten gibt es gleich noch ein Flashback, ich weiß, hab's gesehen. So, den wollen wir uns natürlich auch angucken. Keine Frage. Ja? Kann ich dir was verraten? Sicher. Und du sagst es nicht weiter? Ja, klar. Ich flüster es. Ich finde dich total süß. Und ich mag dich. Ob du irgendwo da draußen bist, Billy?
schlägst dich immer noch durch die Welt der Lebenden. Ich glaube fast ja. Weil das wäre schon echt geil, wenn wir Billy wiederfinden würden. Aber das wäre auf jeden Fall eine gigantische Überraschung, würde ich mich sehr drüber freuen. Gott. Ich will übrigens nicht in den Keller. Um das gleich mal klarzustellen. Mama! Papa! Was soll das Geschrei? Andy und Howie, sie sind mir nachgelaufen. Sie haben mich festgehalten und mein Taschenmesser geklaut. Was zum Teufel ist los mit dir? Wenn du das zulässt, werden sie das immer wieder tun, bis nichts mehr da ist. Ich hab dir das Messer gegeben. Du musst darauf aufpassen. Das ist deine Aufgabe. Ich rede mit ihren Eltern. Gar nichts tust du, Sophia. Ach, willst du deine Mama für dich kämpfen lassen, Junge? Jetzt geh und hol dir zurück, was dir gehört. Vorher möchte ich dich in diesem Haus nicht sehen. Have you taken your German lessons? Here you come, Dad. Oh, vielen Dank.